Heute mal wieder eure Experimente und eines davon ist ein neuer Favorit von mir. Dieses Video wird euch von Plusmint präsentiert. Bevor wir anfangen, ihr erinnert euch bestimmt noch daran, dass ich euch mal die Möglichkeit eines Naturwissenschaftsinternats vorgestellt habe. Die Bewerbungsphase für dieses Jahr endet jedenfalls bald. Mehr dazu aber am Ende des Videos. Uns ist ja allen bekannt, dass wir Science-faszinierte Nerds sind, die einfach Spaß an solchen Themen haben. Das heißt auch, dass die Experimente nicht immer zwingend von mir kommen. Wenn ihr Kommentare schreibt, lese ich die nicht nur, ich habe auch teilweise diverse Inspirationen durch euch. Außerdem weiß ich auf diese Weise, was ihr sehen wollt. Dass Aceton die Cholesterolmolekülketten, aus denen der Kunststoffteil des Styropors besteht, voneinander löst, wissen wir ja mittlerweile. Gab ja genug Videos zu diesem Thema. Und ich finde es hierbei krass, wie vielseitig ein einzelnes Experimentethema sein kann. Auf jeden Fall schauen wir deshalb jetzt einfach mal, wie das Ganze aussehen wird. Ich bin gespannt. Nutzer wieder etwas in Richtung, oh mein Gott, das sieht so toll aus, aber hey, wenn's beide Parteien wollen, dann sehe ich da gar kein Problem. Ich denke ja, es wird ziemlich spannend aussehen. So, der Deckel ist auf jeden Fall aus acetonbeständigem Kunststoff. Wäre auch eine schlechte Wahl, wenn nicht. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn das Aceton von innen angreift. Man hört es. Das sieht ja toll aus. Ich muss zugeben, aussehenstechnisch habe ich mir auch nichts anderes vorgestellt, aber es ist mal interessant zu sehen, wie das Ganze von innen nach außen kommt, anstatt von außen nach innen. Experimente mit Zucker? Gute Idee, da sollte mir noch was einfallen. Wir brauchen Würfelzucker, Tinte oder alternativ Lebensmittelfarbe, Hauptsache der Würfel kann sich vollsaugen. Und dann lassen wir auch den Würfelzucker sich mit der Farbe vollsaugen. Wenn dies geschehen ist, legen wir die beiden bunten Zuckerwürfel an jeweils ein anderes Ende eines Tellers, welcher mit einem dünnen Wasserfilm bedeckt ist. Zucker und Farbe lösen sich nun langsam im Wasser, was ein schönes Farbmuster zur Folge hat. Und wenn die Farben kurz davor sind, sich zu vermischen, ziehen sie eine klare Grenze. Und erst nach längerer Zeit scheint sich diese aufzulösen. Die Frage ist halt, warum ist das so? Die farbigen Lösungen laufen ausgehend von dem Zuckerstück aufeinander zu und stoßen irgendwann aneinander. Das ist dann der Punkt, wo die harten Farbkanten entstehen. Und diese Kanten entstehen jetzt, weil der Zucker sich eher in die Bereiche ausbreiten will, in denen noch keiner gelöst ist oder weniger. Die beiden Lösungen fangen erst an, sich zu vermischen, wenn das Ganze ein homogenes Zucker-Wasser-Verhältnis aufweist. Erinnert von der Optik etwas an das erst kürzlich gezeigte Milchexperiment. Jedenfalls war es ein wunderschönes Experiment mit extrem spannendem Hintergrund, aber das waren jetzt beides schon Experimente, die eine Referenz zu früheren waren. Also im Prinzip Ergänzungen von eurer Seite. Finde ich super und bevor wir mit dem letzten Experiment anfangen, liked und teilt das Video, wenn ihr es bisher gut fandet. Wenn ich sehe, dass es euch gefällt, kommt auch mehr in diese Richtung und jetzt... Stahlwolle kam ja auch schon öfters vor. Kein Wunder hat es euch dann dazu inspiriert, mich zu diesem Experiment zu inspirieren. Ich finde diesen Vorschlag verdammt spannend. Wir brauchen eine Schnur und Stahlwolle. Die Stahlwolle müssen wir jetzt erst auflockern und anschließend mit der Schnur verbinden. Jetzt sind wir nämlich in der Lage, die Stahlwolle zu schwingen. Dadurch kommt die Stahlwolle auf jeden Fall schon mal mit mehr Luftsauerstoff in Kontakt und später, wenn sich dann beim Oxidieren eine dünne Eisenoxidschicht bildet, wird diese auch eventuell abgetragen. Beides Faktoren, die die Oxidation verstärken und das sieht dann am Ende so aus. Ein wunderschöner Funkenregen. Und jetzt haben wir sogar noch eine Referenz zum Chaospendel, denn da jetzt immer an einer anderen Stelle Licht emittiert wird, können wir auch noch eine Langzeitbelichtung machen, welche so aussieht. Bei MINT-Fächern scheint wohl mal das ein oder andere Kunstwerk entstehen zu können. Wie ich schon gesagt habe, eure Experimente sind immer wieder toll. Das spricht für eine wissenschaftsfaszinierte Community. Und wie es für beispielsweise talentierte Fußballer Fußballinternate gibt, gibt es das auch für MINT-Talente. Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Plusmint heißt dieses Talentförderungsprogramm und jeder, der dieses Jahr in die 9. Klasse kommt, kann sich noch dafür bewerben. Allerdings bis Ende Januar, also müsst ihr mit so einer großen Entscheidung wirklich Gas geben. Ich hatte es schon mal vorgestellt und es kam wirklich gut an. Bedeutet mir auch persönlich ziemlich viel, denn hätte ich in meiner Jugend von so etwas erfahren, wäre ich wahrscheinlich auch auf so eines gegangen. Man lernt da Leute mit den gleichen Interessen kennen und es geht mehr um Naturwissenschaften als um den anderen Schulkram. Ach und wenn die Bewerbung nach der Frist ankommt, geht das auch noch in Ordnung. Zumindest was die Unterschrift angeht. Ihr könnt euch
euch auch im Voraus via Mail bewerben und somit einen Platz reservieren oder das Ganze gleich unterschrieben eingescannt schicken. Hauptsache, die richtigen Leute nehmen die Chance wahr. Links zum Bewerbungsformular und Informationen über das ganze Programm findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut jetzt noch das oben verlinkte Video an, in dem aus Haushaltsmaterialien schlagresistenter Schleim hergestellt wird, und abonniere Techtastisch, um keine weiteren Experimente mehr zu verpassen. Danke an die Leute, die auf Patreon finanziell die Projekte auf meinem Kanal unterstützen, und